Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel. Und nach wie vor, Zippel sucht Personal. Axel, wir haben ja über diesen Kanal und über andere Online-Medien den ein oder anderen richtig guten Mitarbeiter schon für uns gewinnen können. Ja. Das ist ja erstaunlich für uns beiden alten Säcke, ne, die noch früher noch in der Zeitung nach Job angestellt, nach Jobstellen gesucht haben. Und das funktioniert auch hier. Ja, und wir haben uns auch weitere Gedanken gemacht. Wir suchen natürlich Fahrer, wie die ein oder andere Spedition in Deutschland auch. Ja. Wir hatten gestern hier bei uns Fuhrparkbesprechung mit allen Fachleuten aus unserem Betrieb und rufen jetzt eine Fahrerprämie ins Leben. Super. Das bedeutet, dass der Fahrer, der natürlich sein normales Grundgehalt oder sein normales fixes Gehalt beibehalten wird, bis zu einem 13. Jahresgehalt um und bei 3.000 Euro im Jahr hinzuverdienen kann, wenn die Prämie erfüllt ist. Und diese Prämie ist von uns ins Leben gerufen worden, weil wir das große Ziel haben, diese auch auszuzahlen. Wir suchen also nicht das Haar in der Suppe, sondern wollen die Prämie ist eine positive Begleitung für den Fahrer und wir möchten sie gerne auszahlen. Und bewertet wird Dieselverbrauch, Leerlaufkilometer, Pünktlichkeit, Anwesenheit, also Dinge, die normal sind im täglichen Leben. Und der gute Fahrer soll richtig gutes Geld verdienen und der normale Fahrer soll normales Geld verdienen, wenn ich das mal so sagen darf. Gut, wir haben uns mal Gedanken gemacht, wie schaffen wir Anreize für Fahrer, dass das Ganze nicht nur Spaß macht, weil man V8 fährt, sondern dass man auch Spaß, dass das Ganze auch auf dem Lohnstreifen am Ende des Monats Spaß macht. Das ist eine Variante. Haben wir lange dran gefummelt, jetzt haben wir sie, jetzt wird sie implementiert. Ab wann geht's los, Axel? 1.9. Also für alle Fahrer, die jetzt schon bei uns sind und für die, die dazukommen, ist vielleicht eine ganz, ganz interessante Geschichte. Mehr davon gibt es bei Frau Nelk und bei Frau Memedi. Bewerbt euch, wenn einer Lust hat, das Ganze sich mal anzugucken. Wir freuen uns. Und eine Ergänzung noch, wenn ein Fahrer von uns einen anderen Fahrer wirbt und dieser andere neue Fahrer bei uns eingestellt wird, gibt es auch wiederum eine Zusatzprämie. Super, das ist ja schon fast eine Kopfprämie. Ja. Aber im positiven Sinne. Wie war das mit dem Werben? Ne? Wer irgendwie so Mitglieder werben Mitglieder oder so? Das ist Das ist auch bei mir im Sportverein ähnlich. Ja, genau. Ja. Also es ist nichts verboten. Das ist schon eine tolle Sache. Also im gewerblichen Bereich suchen wir Fahrer. Im kaufmännischen, Axel, da sind die nächsten freien Stellen. Ja, da suchen wir Kaufleute für den operativen Bereich. In unserer Disposition für die Züge. Da ist nicht unbedingt Branchenkenntnis erforderlich. Wir sind sehr erfahren darin, auch branchenfremde Mitarbeiter in unserem Bereich selbst auszubilden. Ja, gezwungenermaßen, Axel. Denn das, was wir hier tun, kombinierter Verkehr im Containerbereich, ist jetzt nicht unbedingt ein Lehrberuf. Und es gibt auch nicht so viele ausgebildete, fertige Leute, wo wir sagen können, die können sich morgen hinsetzen und den Job machen. Wir müssen sie sowieso alle anlernen. Dann kann es auch ein Branchenfremder sein. Der muss ja nicht vorher Seefracht gemacht haben. Dann ist er genauso branchenfremd für unseren Job, genau, wie jemand, der vorher Bäcker war. Also ich will damit sagen, wir können uns alles vorstellen, einfach mal anrufen oder eine Bewerbung schicken. Wir setzen uns dann zusammen und gucken, was passt und was nicht passt. Und ich bin da guter Dinge, dass wir den einen oder anderen guten Mann und die gute Frau bei sowas finden. Also er ist gelernter Koch und macht einen super Job bei uns, war mal branchenfremd. Jetzt ist er tief verwurzelt in die operativen Dinge unseres Unternehmens und wir haben uns mal darüber Gedanken gemacht. Ein Koch hat ja mit einem Spediteur viel gemein. Richtig. Er kann das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden. Er ist stressresistent. Er muss auf Punkt arbeiten. Er muss auf den Punkt genau arbeiten. Er muss mit Menschen umgehen. Und der Ton in der Küche ist auch manchmal ein wenig rau. Richtig. Und bei uns ist es da schon fast elegant, aber auch noch bodenständig. Genau.
Ein anderer guter Kollege ist Einzelhandelskaufmann, der hat mal irgendwann in der Unterwäscheabteilung eines Kaufhauses gelernt. Ja, da also, trauert er aber dem heute noch hinterher. Ja gut, das Kaufhaus ist pleite, da kann er nicht mehr arbeiten. Auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn ihr euch mal mit unserem Unternehmen beschäftigt. Wir beschäftigen uns dann gerne mit euch und vielleicht findet das eine oder andere Gespräch auch dann statt. Und dann ist es auch schön, dass ihr mit einem oder vielleicht sogar mit uns beiden sprechen könnt. Da habt ihr auch mal echte Filmstars am Tisch, ist auch nicht schlecht, nicht? Ja. Ja, man muss ja alles rausholen, was geht. Naja, eben. Ne? Wir werfen alles in die Waagschale. Alles, ne? Ne? Und wie war das bei diesen Amerikanern? Wir warten auf dich. Bis dahin, allzeit gute Fahrt.